Hallo und willkommen zurück zu Grow, Song of the Evertree. Im letzten Part haben wir das Liedfragment des Gedeihens zurückgebracht. Und ich habe offscreen auch ein bisschen rumexperimentiert und einen merkwürdigen Samen erschaffen. Und das würde ich euch gerne jetzt zeigen, welche Essenzen ich dazu genutzt habe, falls ihr das auch ausprobieren wollt, falls ihr das Spiel spielt. Ich schaue nur kurz. Da, das waren 12 Stück. Von dem Trockenen waren es 15. Von Eisig waren es 16. 5 von den Stinkenden. Und 2 von den Klebrigen. Hoffentlich klappt das nochmal. Okay, warum hat das jetzt nicht geklappt? Ich probiere mal nur 2. Hier ausgetrocknet und trocken. Und vielleicht noch bitter. Jetzt haben wir einen seltsamen oder merkwürdigen Samen erschaffen. Ein ungewöhnlich aussehender Weltensamen. Du vermutest, dass aus ihm eine andere Welt wachsen wird. Irgendwas ist anders. Hast du etwas Besonderes hinzugefügt? Frühstücksflocken, Konfetti, ein Furzkissen? Wir haben die Motte vorhin aus dir herausgeholt, oder, Alembic? Wisst ihr, ich bin irgendwie neugierig, was aus dem Samen wächst. Wenn du ihn in den Samenpflanze einpflanzt, wird bestimmt etwas Interessantes wachsen. Warum schauen wir nicht gleich dort vorbei und gehen der Sache auf den Grund? Machen wir. Wir haben jetzt den merkwürdigen Samen erschaffen, aber man wird das jetzt kein zweites Mal nutzen mehr können. Also diese Essenzen. Aber ihr könnt es bei euch gerne ausprobieren, ob das klappt, aber wie ich gesehen habe, ich habe nämlich das Rezept mir aufgeschrieben bei dem ersten Versuch, den ich getan habe, offscreen, und es hat leider nicht geklappt. Und jetzt habe ich das ein bisschen verändert. Und ja, habe zum Glück wieder einen merkwürdigen Samen erschaffen können. Genau, es ist ja schon Abend, ich gehe mich hin. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute draußen los ist. Stadtzufriedenheit, Moira, alles gut. Genau. Ich habe mich nochmal in der Waldregion umgesehen. Wohin muss ich? Darf ich richtig? Ich glaube, das war da. Ich habe noch ein Immerkind gefunden. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Nicht darunter springen. Hänge ich jetzt? Okay. Wenn man es natürlich wieder sucht, findet man es nicht auf Anhieb. So.
Das war doch hier irgendwo. Da war so ein kleiner. Ich schalte euch auf jeden Fall gleich wieder hinzu. Ich muss noch mal kurz auch nach oben gehen. Verdächtiges Schild draußen bleiben. Hier ist nichts drin. Okay, das ist auch wieder was Neues. Ist das ein Kind oder ist das eine Raupe? Das ist eine blöde Raupe, okay. Also hier war ich auf jeden Fall nicht drin. Was steht hier? Gefahr. Wahrscheinlich drehe jetzt um. Hier gibt es nichts Interessantes. Aber wenn es etwas geben würde, wäre es gefährlich. Ist ja nur noch interessanter. Wirklich, hier gibt es nichts. Dreh jetzt besser um. Wäre, glaube ich, besser. Front, Polka-Spieler. Ich sehe, dass du unser gut verborgenes Geheimversteck gefunden hast. Willkommen im Verein der Polka-Enthusiasten. Hier genießen wir das Triple Trouble der Polka. Merk dir meine Worte. Polka ist das Beste, viel besser als diese Hochstapler. Hochstapler? Diese schrecklichen Jodler. Der Verein der Jodelfreunde. Sie sind unsere Todfeinde. Aber fürchte dich nicht. Du hast das Polka-Paradies gefunden. Juhu? Ja, freue dich, mein Freund, und lass uns die Herrlichkeit der Polka gemeinsam genießen. Rechts, links, rechts, hopp. Hast du den Entschlüsselungsring schon? Oh, ein neues Mitglied. Viel Spaß. Was man nicht alles findet, wenn man auf der Suche ist. Ah, da ist noch einer. Es gibt noch einen.
Kisten auf der anderen Seite. Da. Den da hatte ich gefunden gehabt. Nicht runterfallen, bitte. Haha, du hast mich gefunden. Und da ist noch eine Kiste. Prinzessinnenwand. Okay. Und im Ebenendistrikt. Das hatte ich nämlich auch vergessen. Da ist eine Schatztruhe, die ich vergessen hatte, zu öffnen. Oder ich hatte vermutlich keinen Schlüssel und habe es natürlich mir nicht gemerkt oder notiert. Deswegen müssen wir nochmal da hoch. Und dann pflanzen wir auf jeden Fall den Samen. Auch natürlich gespannt, was da rauskommt. Was für eine Welt. Hier rechts kann ich nicht laufen, wegen der Düre. Das war hier. Das Buch hatten wir gelesen, da unten. Bequeme Shorts. Okay, das war's. Dann rufen wir wieder Phoenix. Mal den Samen. Damit ihr das natürlich auch gesehen habt, ich würde es hier unten hinpflanzen. Weil die drei Welten lasse ich auf jeden Fall bestehen. Also die beiden perfekten. Und hier machen wir den merkwürdigen Samen. Da. Schlupffruchtbarkeit. Okay. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Was ist hier los? Immer Kinder? Pilze? Hallo? Kann ich irgendwie hoch zu euch? Mycella? Ja? Ilz? Freund Ilz, auf keine Sorgen, ja? Und was ist mit euch? Und was seid ihr? Kann ich euch fangen? Seid ihr süß? Larve staubig. Trocken, eisig, ausgetrocknet, üppig. Was kann ich jetzt hier machen? Aufs Trampolin springen? Geschenk. Blumenballonhut. Okay, ich setze ihn für euch auf. Bei Kleidung, wo war der jetzt? Hier. Sollen wir den anlassen? Der ist ja auch ziemlich niedlich. Bequeme Shorts. Müssen wir uns ein bisschen umziehen, oder? Okay, hier gibt es glaube ich nichts mehr. Das war der merkwürdige Samen. Falls ihr einer schafft. Aber es gibt dann bestimmt auch viel mehr. Ich hole noch die Kisten.
Ja, die Tierchen hier. So, ich kümmere mich schnell um die anderen beiden Welten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind fertig für heute. Ich kuschel noch den Phönix. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part.